Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video vom Roborock S6. Dafür muss ich jetzt erstmal Platz machen. Ich muss den jetzt in den Karton mal runterstellen. Bevor wir zum Roboter kommen, müssen wir erstmal hier die einzelnen Sachen hier auspacken und uns die mal angucken. Ich gucke gerade, wo hier ein Anfang ist. Ah, hier. Der ladet nämlich auch gerade die Apps runter. In der Anleitung habe ich ja im Unboxing schon gesagt, da stand drinne. Ich dachte eigentlich, dass der, oder war das nur beim S5? Das werde ich jetzt nicht aus, doch, ich werde es mal teilweise auspacken. So, das sind jetzt die Tücher, die Einwegtücher, die mit bei sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, komm her. 8, 9, 10. Ah, die werden mit Klettband darauf geklebt, okay. So, also sind 10 Stück und das 10. ist schon mit Klettband hier drauf gemacht. Die sind auch wirklich ziemlich dünn. Das sind so eine Einwegdinger. Warum die jetzt mit bei sind? Ist schön, dass sie mit bei sind. Umso mehr, umso besser bei dem Preis, muss ich echt mal sagen. Aber der Sinn erschließt mir nicht ganz. Vielleicht könnt ihr mir das ja erklären. Ich packe das mal hier rüber. Also einmal die Einwegtücher. Vielleicht könnt ihr mir das ja erklären, wo da die Logik ist. Dann haben wir hier, das lasse ich, achso, das kann ich nicht verschweißt lassen. Ich hatte Angst wegen dem Wasser-Dingsbums da. Wo die Logik da dran ist, so Einwegtücher, weil ich habe, werdet ihr ja gleich sehen, so, hier ist der Wassertank. So, das ist der Wassertank. Da passen, ich weiß jetzt nicht, wie viel, ein paar hundert Milliliter, 175 oder irgendwas, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und hier haben wir auch so Tücher, aber die sind aus Stoff, also nicht so Papier, sondern aus richtig Stoff. Die kann man hier mit Klebeband drauf machen. Achso, ich muss mal gucken. Ja, beide Seiten. Ja. So, und dann halten die. Die werden hier so raufgeschoben und dann werden mit Klett ran gemacht. Ja, und die kann man waschen. Mir ist jetzt die Logik nicht ganz dahinter bekannt, warum, wenn man das waschen kann. Also hier, kann ich es euch einzeln zeigen. Wenn man das waschen kann. Warum sollte man dann Einwegtücher nehmen? Also die Logik ist mir jetzt nicht ganz bekannt. Vielleicht, falls die mal kaputt gehen und man sagt, ach, ich habe ja noch, und dann ist der zweite davon auch kaputt. Und in der Zeit, bis es dann, was weiß ich, bis die Bestellung raus ist und so, dass man dann, und bis Amazon geliefert hat, was am nächsten Tag ist, dass man dann, keine Ahnung, sagt, ist okay, wir brauchen halt erstmal Einwegtücher. Ach, hier sind Wasserdüsen mit bei, 4 Stück. Ich bin Grobmotoriker, ich werde die jetzt nicht rausholen. Die sind für den Wassertank. Wenn. Das Mike zeigt euch das mal. Ich habe mir ja schon ein bisschen was angeguckt, was alles so man damit machen kann und so. Hier, das sind die Wasserdüsen, da kommen die rein. Falls die verstopft sind oder so, die kann man hier. Ich mache mal eine raus. Oh Gott, so sehen die aus. Also, ich bin echt der Grobmotoriker. Das ist jetzt nichts für mich hier das mit so feinen, kleinen Teilen. Und dann haben wir hier noch so ein. Aha. So, hier haben wir nämlich so ein Knopf, da können wir mehr und weniger Wasser einstellen, wie hier viel durch die Düsen kommen soll, beziehungsweise dass er mehr Luft nachzieht. Hier hinten haben wir auch eine Erklärung mit bei. Funktioniert alles super. Düsen, Schalter, Teppich. Okay, gut,
Dann, ich werde mal kurz schnell den Akku wechseln, weil der blinkt gerade. Akku gewechselt. Wasserfilter. Stromkabel. Da machen sie mit wiederverschließbar, bei den anderen nicht. Also die Logik muss man verstehen, ey. Hier ist noch was drin, oder? Habe ich mir da verguckt? Nee. Sah nur so aus. So. Mir war echt so, als wenn der... Na, egal. Also, nicht gerade lang, aber reicht aus. Der wird ja sowieso nicht weit von der Steckdose gemacht. Und das ist die Ladestation. Die hat hier auch schöne Gumminoppen hier unten, damit sie nicht verschoben wird. Die ist auch schön schwer. Und was ich halt schon von einem anderen weiß, ist... Wir können die Klappe abmachen. Können den Stromkabel hier ran machen. So. Jetzt ist er dran. Und jetzt können wir uns aussuchen. Wir haben hier unten auf beiden Seiten einen Schlitz. Wir können uns jetzt aussuchen, wo der Kabel jetzt hin soll. Ich muss jetzt mal überlegen, wo kommt er bei mir hin? Die Steckdose ist beim Schrank. Ich gehe mal hier oben lang. Nee, ich gehe unten lang. Ich gehe unten lang und führe den hier raus. Oh, müsste reichen. Also da wird es bei mir jetzt, wenn es jetzt weiter weg wäre oder so, wäre das jetzt schon so eine knappe Angelegenheit. Also ein Stück mehr würde ich mir da schon wünschen an Kabel, weil hier ist ja auch Platz zum Rumwickeln. Oh, ja. Der Grobmotoriker hat wieder Probleme, hier was drauf zu kriegen. So, jetzt. So, ich hab zu. Und dann guckt er hier raus. So, dann haben wir die Ladestation auch und hier soll wohl das alles auch verborgen sein, nicht nur Strom laden, sondern auch, damit der das, die Basis wiederfindet. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. So, wir haben da noch einen Filter mit bei. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Ersatzfilter ist. Den werden wir uns gleich noch angucken. Wir bauen aber jetzt erstmal hier das zusammen. Wie gesagt, eigentlich wollte ich mir den viel später holen, aber bei dem Angebot musste ich einfach zuschlagen. Meine Frau kriegt jetzt meinen anderen, den ich geholt habe. Ach, hier sind so ja auch Anti-Rutsch-Dinger drauf. Hier. Ist ja geil. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 große und hier oben, nee, also nur leicht. Also praktisch da, da. Da, da, da und hier auch nochmal 2, 1, 2. Das müssen wir nur gucken, wie wir das hier festkriegen. Und wo? Ach, das wird einfach nur so raufgeklickt. Okay, zack. Muss man ein bisschen drücken und dann, ist das, dann wird das dann hier vorne so raufgeschoben. Da. Das war eben nicht ganz gerade, dann einfach noch mal ein bisschen drücken und dann ist es komplett drauf. Finde ich eine schöne Idee. So, dann haben wir das. Den Filter gucken wir uns auch gleich noch an. Da warten wir erstmal ab. Dann gucken wir uns erstmal den Roborock direkt an. Müssen nur gucken, wo der hier rauskommt. Nicht, dass ihr denkt, mein anderer Roboter ist scheiße. Nein, der ist ganz gut. Bloß der kommt die Stufen nicht so hoch. Und da, nur, dass er Schlafzimmer und Flur machen kann, ist das auch blöd. Ich würde gerne Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur. Also, dass er von hier in Flur und dann Schlafzimmer und dann wieder zurück. Und dann dazwischen die Ladestation. Weil das Problem ist, in eine Küche und ins Badezimmer, da kommt er sowieso nicht rein. Das kann der beste Roboter nicht schaffen, weil... Ach so, die machen draußen schon wieder mehr Arbeiten. Im Badezimmer sind es bei mir etwa 8 cm, 9 cm Schwelle an einer Stelle, an der niedrigsten 5. Ne, 7. 7 und dann geht es hoch auf 9. Und da sind es, in der Küche sind es an der niedrigsten Stelle 3 oder 4 und dann geht es hoch auf 6, 7. Also die Bude ist krumm und schief. Die Wände sind schief,
Die Schwellen sind schief. Der Fußboden ist schief. Aber egal. So, jetzt haben wir den Roborock hier. Da werde ich euch jetzt erstmal nach unten machen, damit ihr den besser sehen könnt, weil den hebe ich jetzt nicht die ganze Zeit an. So, hier haben wir den Roborock. Die Bumper sind frei. Also der Bumper. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass der Bumper hier auch so Sicherheitsschutz hat. Aber hat er nicht. Also der ist komplett frei. Hier ist die Radarstation. Also Radarstation, aber hier das Laserradar. Oder nur Laser, weiß ich jetzt nicht. Und hier an den Seiten hat er auch noch, dass er den Abstand messen kann. Hier vorne. Und... Ne, nur die eine Seite und vorne. Gut. Hier haben wir dann praktisch das Home-Symbol. Das steht jetzt auf dem Kopf, weil eigentlich ist er ja die richtige... So. So ist er eigentlich richtig. Hier unten steht Roborock. Hier ist das Home-Symbol. Hier ist die fette Taste. Und da ist das. Hier ist das Symbol drauf. Der Home. Und der... Zack. Der Tank ist hier bei diesem Modell. Hier blinkt es auch. Also praktisch, wenn wir das jetzt so... Zack. Hier blinkt es auch gerade blau für Wi-Fi. Also die Wi-Fi-Leuchte, die ist hier drunter versteckt. Das ist ganz gut. Wenn man sie sich angucken will, kann man sie sich angucken. Sonst ist sie versteckt und geht in die auf den Sack. So, da haben wir hier. Also wir brauchen jetzt hier bei dem nicht immer von hinten. Also ihr weißt, ach Mann, ey, ihr wisst, welches von hinten ich meine. Ihr müsst den nicht hier extra, weil da habe ich immer ein bisschen Fummelarbeit. Wir können hier den Tank... Zack. Und schon haben wir den Staubbehälter wieder in der Hand. Der hat auch ordentlich Fassungsvermögen. Der Schlitz ist auch weiter oben. Das macht sich beim Säubern sehr gut, weil meiner ist ja hier unten bei meinem alten Roboter. Also ganz normal. Da hat man dann teilweise schon ein bisschen Probleme beim Säubern. Ich muss mal gucken. Wie kriegen wir den denn jetzt auf? Wir sollen das nach vorne machen. Ach, einfach so. Okay. So, kriegen wir den auf. Der Staubbehälter ist auch schön groß, so wie es aussieht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da reinpasst. Hier haben wir dann den Filter. Kriegen wir den jetzt einfach so raus oder wie macht man das? Ah, hier. Da. Da können wir die hintere Seite komplett abnehmen. Ach, das ist ein komplettes Plasteteil. Ah, okay. Den Filter kriegst du nicht raus. Das ist ein komplettes Plasteteil. Ihr wechselt praktisch nicht nur den Filter, sondern diese Plaste, wo er drin ist, gleich mit. Das machen wir jetzt ja einfach mal wieder ran. So. Zack. Und schon ist er dran. So. Dann. Falsch rum. So. Haben wir hier noch ein Säuberungswerkzeug. Hier ist auch eine, müsst ihr aufpassen, hier ist eine scharfe Ecke mit bei. Haben wir hier einmal zum Säubern, also zum Putzen unten, den Staub. Hier haben wir was zum Schneiden, wenn die Borsten halt zusammenkleben. Und hier ist auch nochmal spitz, wo wir so ein bisschen so rausholen können. Da passt da ein bisschen am besten auf beim Rausmachen. Ja, wie rum waren der jetzt drin? Ah, so rum. Okay, der passt nur in eine Richtung. Aber da haben sie mit ihnen bedacht, das Scharfe ist zur Innenseite. Das ist sehr gut. So, machen wir den mal zu. Jetzt legen wir den mal hier auf den Bauch. Ach, das ist so richtig. Ah, okay. Okay, wir machen den jetzt erstmal hier auf. Oh, das ist ja cool. Wir haben hier so eine Silikonlippe, würde ich jetzt mal so sagen. Hier dran. Ja. Na gut, Roborock hat jetzt schon jahrelang Erfahrung mit Robotern. Hier haben wir auch noch so kleine Bürstelchen. Die machen praktisch von der Rolle den Staub weg. Das ist ja geil. So, dann haben wir hier die Rolle. Die ist jetzt hier mit Silikon, also mit so Gummi und dann halt hier die Borsten, die sind aber weicher als bei meinem alten.
Kriegen wir das hier raus? Das kriegen wir nicht raus, oder? Nee. Das ist so gewollt. Okay. Da können wir nichts austauschen. Okay. Hier ist so ein viereckiges Ding. Das ist auf einer Seite, auf der anderen Seite nicht. Okay. Also einsetzen ist auch kein Problem. Ich habe gedacht, dass das hier irgendwie Band ist, was wir abmachen müssen. Aber das ist eine Metallschiene. Zwei Stück. Finde ich sehr gut. So. Wenn ihr schwarzen Teppich habt, was ich ja nicht habe, habe ich auch schon welche gesehen, da kann man hier so eine Bumper, hier für die Sensoren was holen, was klebt, macht man hier drauf oder am Anschlag machen einfach Panzertape drauf und dann erkennt ihr halt nicht mehr, ob es dunkel ist oder nicht. So, jetzt wollen wir aber den erstmal kombinieren. Ich werde es jetzt einfach mal ohne App versuchen. Also. Quatsch, nicht ohne App. Ohne Anleitung. Wartet mal, meine Frau. So, da bin ich auch wieder. Ich musste schnell beim Windeln wechseln helfen. So, was haben wir denn hier? So. Als ungelegt. Jetzt gucken wir erstmal in die Xiaomi App rein. Zustimmen und fortfahren, zustimmen und fortfahren. Wir sollen uns eine Sprache aussuchen. Es steht auch gleich auf Deutschland. Benutzervertrag. Oh, ne, das wollen wir uns nicht durchlesen. Datenschutzrichtlinien, ist mir eigentlich relativ egal. So. Dann sagen wir. Achso. Alle auswählen. Kontoinformation, Standort, Speicherplatz. Ach, ist mir alles egal. Kann er machen. Zulassen. Zulassen, zulassen. So, anmelden. Jetzt müssen wir uns erstmal anmelden. Dann machen wir über Facebook gleich mit. Wartet, ich muss erstmal. So, Passwort von Facebook. Jetzt muss ich wieder den Code eingeben. Wo habe ich denn den Code-Generator? Da. So, jetzt ist ein Zwischenlager kopiert. Ist ein bisschen umständlich. Das geht mir, bei so einen Sachen geht mir das echt auf den Sack. Ja, Ticker, ich sehe dich. So. Ja, Tiger ist momentan sehr liebebedürftig. So. Germany. Meine E-Mail-Adresse, mein Bild steht da, mein Name steht da. Mit neuen Konto, ein neues Konto erstellen. Mit einem vorhandenen. Nee, mit neuen erstellen. Ich habe ja noch kein Konto bei Xiaomi. Also nicht, dass ich wüsste. Anmeldung wird durchgeführt. Also das. Macht er jetzt gerade. Und wir sind angemeldet. So, jetzt will ich aber meinen Namen da oben raus haben, weil das sieht ja scheiße aus. So, ist ja gut. Och, Tückerchen. So, also das läuft bis jetzt eigentlich ganz okay. Einschalten. Zulassen. Also Bluetooth ist eingeschalten. Ach, der hat auch gleich den Roborock S. 6459 gefunden. Also den zeigt er mir auch gleich an. Also ich habe jetzt nichts gemacht oder so. Der hat mir den gleich angezeigt. Den nehmen wir auch gleich mal. Mit dem Router verbinden. Ist doch gut.
Der zeigt mir nur die 2,4 GHz an. Der zeigt mir auch 5 GHz auch an. Ich habe mein Funknetz ja getrennt. Aber die sind ausgegraut. Ist doch gut, Digga. Was hast du denn? Leg dich doch hin. Ist doch alles im grünen Bereich. Das werde ich im Fire TV-Video mal, also Fire TV-Cube-Tipps und Tricks mal sagen, warum ich das gemacht habe. Was war denn das Passwort davon? Weiter einrichten. Bringen Sie das Gerät nahe zum Router. Welches Gerät? Ich kann ja jetzt nicht mit dem Staubsauger hier durch die Bude rennen. Näher zum Router. Also er sagt, ich soll ihn näher zum Router bringen. Gerät mit Netzwerk verbinden. Müssen wir mal warten, vielleicht macht das noch. Wenn nicht, muss ich kurz im Flur gehen. Dann mache ich kurz einen Cut. Ja, was ist denn mit dir? Du bist ja so verschmust heute. Ja, die Große ist auch gerade beim Geburtstag von ihrem Bruder. Ach, hat er verbunden mit Netzwerk? Der fehlt ihr natürlich. So, Raum auswählen. Wohnzimmer. Gerätename. Okay, weiter. Hinzufügen. Konto-ID. E-Mail, Telefon. Konto-ID habe ich nicht. Gerät teilen. Los geht's. Einverstanden. So. Also er schläft, sagt er mir hier. Gut, Tinker haut nämlich ab. Der Akku ist jetzt bei 48% und ich habe sofort, seht ihr das? Der ist sofort mit Radar praktisch mit Laser hier vermessen. Ist ja geil. So, aber nichtsdestotrotz. Gehen wir hier mal raus. Also wir haben den jetzt in der Xiaomi-App drinne. Profil. So. Name. Ich will meinen echten Namen hier weghaben, ist doch ekelhaft. Ja, können wir uns auch umbenennen, das funktioniert auch. Ich bin verbunden mit Facebook-Konto, ID habe ich auch. Ich will mich nicht abmelden. So sieht es schon mal besser aus. Sprache, wir können jetzt hier die Sprache ändern. Kamera, Lampe, Alexa, Google Assistant. Ja, jetzt springt sie gleich an. Wir machen wir einfach mal hier Alexa und sagen Skills. Achso, wir sollen den Xiaomi-Skill runterladen. Okay. Dann sollen wir auf Einstellungen. Setup. Also das steht leider alles in Englisch da. Also, aber halt alles mit Bildern erklärt. Ja, dann werden wir mal gucken. Dann öffnen wir mal die Alexa. Tigger, lass doch mal die Kamera. Ja, sie springt jetzt immer wieder an. Ja, so. Liste, Liste, Liste Skills und Spiele. Suchen. Xiaomi Skill. Ach, da haben wir so ja mehrere. Einmal so ein Xiaomi Home. Das ist aber nicht. Uns wurde ja der richtige Roborock angezeigt. Ich werde den mal aktivieren und gucken. So, Skill, Amazon. So, jetzt soll ich mich da anmelden. Ah, ich soll mich jetzt bei Xiaomi anmelden. Ich möchte mich aber über Facebook anmelden. Weil über Facebook habe ich ja meinen Account gemacht da. So, ich werde verbunden. Er fragt jetzt die Daten von. Ja, genau das bin ich. So, und erfolgreich verknüpft. Also, es läuft eigentlich alles ganz easy, alles ab hier.
So, jetzt gehen wir hier mal zurück. Zurück, zurück. So, Roborock Home haben wir hier auch. Verbinden. Ach, weil ich die Xiaomi-App drauf habe, sagt er mir auch gleich, dass ich bin. Hier kann ich hier gleich. Fragt da, bist du das? Und er sagt natürlich, ja klar bin ich das. Und dass er Account-Informationen abrufen kann und alle drum und dran. Es dauert jetzt kurz. Ja, ich mach. Warte kurz. 1, 2 Minuten hier, nur schnell die Skill einstellen. Verknüpfung mit Roborock Home konnte diesmal nicht hergestellt werden. Ach so, weil Roborock Home habe ich ja noch nicht eingestellt. Ja, das machen wir gleich. Moment, ich muss einen Cut machen. Meine Frau muss die Manduka sich umschnallen. So, Frauchen geht jetzt mit der Kleinen spazieren. So, wir konnten die Xiaomi-App jetzt nicht ein. Ach Quatsch, den Skill nicht einrichten, weil wir die Xiaomi. Also, ach Quatsch, die Roborock-App ja noch nicht eingerichtet haben. Anmelden. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Mit Telefonnummer anmelden. Ich mache es einfach mal mit E-Mail-Adresse anmelden. Passwort eingeben. Passwort vergessen. Ich kann mich ja gar nicht registrieren. Genau. Code eingeben. Mobilfunknummer oder E-Mail. Ich stimme den Roborock-Sachen zu. Ich gebe jetzt einfach mal. E-Mail-Adresse einsenden. So, jetzt warte ich gerade darauf, dass die E-Mail kommt mit dem Code. Also 50 Sekunden Zeit haben wir. Ich gucke mal jetzt sicherheitshalber in mein E-Mail-Postfach, ob da vielleicht schon was angekommen ist. Natürlich nicht. Soziale Netzwerke auch nicht. Spam, wo mein Spam-Ordner? Alle E-Mails. Spam. Och, Mensch, Mausi. Ah, da von Roborock. So, ist kein Spam. Och, Mensch, Mausi. So, und jetzt haben wir hier. Ah, da haben wir die Nummer. Kopieren. Och, Mausi, geh doch mal runter. Zeichne eine Nummer gekriegt, die gebe ich hier einfach ein. Einfügen, weiter. Passwort eingeben. Also ich muss mir jetzt ein Passwort hier vergeben. So, haben wir. Achso, E-Mails von Roborock. Ja, okay. So, Staubsauger hinzufügen. Zulassen. Ja, also ich weiß jetzt nicht. Also das ist die Mi-App, aber wir haben halt jetzt hier auch noch die. Er sucht gerade in meiner Nähe. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt WLAN hier extra nochmal anmachen muss, weil das blinkt jetzt nicht mehr. Mausi ist da weg. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wie kriege ich denn WLAN jetzt hier an, damit es blinkt? Da muss ich denn doch mal nachgucken. Ausgedrückt. Wartet mal. Ach so, Taste und Haus gedrückt, bis Spracherkennung kommt. Ach, jetzt leuchtet es. Okay. Ich will mich mal mit beiden Apps verbinden und gucken, hier muss ja irgendwo ein Unterschied sein. Roboter hinzufügen. Da findet er auch gleich den Roborock. Ich kann auch. Ne, hier kann ich auch die 5 GHz auswählen.
WLAN-Passwort. Wird unterstützt. Ach so, ja, gut. Nur die 2,4 GHz werden unterstützt. Sagt er mir auch gerade an. Dann gehen wir hier nochmal zurück und nicht unterstützt. Abbrechen. Da, nehmen wir jetzt einfach 2,4 GHz, WLAN-Passwort. Ja. Und jetzt sucht er und stellt alles ein und ist eigentlich so wie bei der Xiaomi-App. Das Telefon wird mit dem Gerät verbunden. Na, dann mach mal. Das kann jetzt auch wieder ein bisschen dauern. Aber warum? Also hier wird die Mi-App gesagt. Ich soll die Mi-App runterladen. Hier steht es auch irgendwo. Xiaomi Home App. Ja, hier steht, es ist halt auch nur eine Seite, dass ich mich damit verbinden soll. Ja, ganz toll. Wird mit Telefon verbunden. Ich wechsle jetzt hier auf dem Handy auch mal zum 2,4 GHz Netz. Vielleicht erleichtert dem die App das dann ein bisschen, dass der denn mal hier verbindet. Weil bis jetzt warte ich noch, dass er verbindet. Also er hat gemacht, das Gerät verbindet sich mit dem Netzwerk. Das ist erledigt. Übertragung von Informationen an das Gerät. Auch erledigt. Das Telefon wird mit dem Gerät verbunden. Das ist gerade dabei. Och Mausi. Aber das dauert hier über die Roborock-App wirklich viel länger. Also da war es bei der Mi-App schon verbunden zu der Zeit jetzt. Ich habe auch noch über 50% Akku, also darin kann es nicht liegen. Ist ja gut. Positionieren Sie Ihr Telefon, Ihr Gerät, hoppala, und den Router in direkter Nähe zueinander. Na, wartet mal, ich gehe jetzt mal in den Flur. Vielleicht. So, es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich versuche es jetzt gerade nochmal neu. Ich habe jetzt die App komplett geschlossen, starte die App jetzt gerade neu, suche nach Geräten. Hier leuchtet die Lampe, also die blinkt auch die Lampe, aber er findet diesmal nicht so schnell ein Gerät in meiner Nähe. Also da ist wohl die Mi-App wesentlich besser. Ein L9 Mobilfunk hat sich gerade mit dem Konto verbunden. Ja, das weiß ich, das bin ja ich. So, Firmware-Update suchen. Suchen Roboter. So. Continue returning to the dock. Paused. Starting spot cleaning. Spot cleaning paused. Also er macht auf jeden Fall was. Ich werde jetzt noch mal. Aber irgendwie zeigt er mir hier in der App jetzt keinen Roboter mehr an. Ich drücke jetzt noch mal Home und den anderen Knopf. Resetting Wi-Fi. So, ich halte gedrückt, das Wi-Fi-Signal ist weg.
Jetzt blinkt es anders. Jetzt blinkt es nicht mehr ganz so schnell. Ich werde nochmal die App hier komplett schließen. Und also entweder ist es, weil ich mich mit dem Optimizer, ich mache mal schnell einen Optimizer durch. Da werden auch noch Programme im Hintergrund geschlossen, die gerade vielleicht doch noch irgendwie laufen. Weil ich mich erst mit der Mi-App verbunden habe und dass er deswegen mit der Roborock-App jetzt Probleme hat. Aber in der Anleitung steht hier, die Mi-App soll ich nehmen. Ich habe ja auch die gescannt und der hat die Mi-App mir anerkannt. Muss ich weg. So, fertig. So, 100% gut. Ich öffne jetzt wieder die Roborock-App und ich sage Gerät hinzufügen. Suche Gerät. Jetzt findet dann wieder Roborock S6 MIAP 4590. Ja, nehmen wir. Wir nehmen jetzt, ich bin wieder mit 5 GHz verbunden. Ich verbinde mich vorher sicherheitshalber mit dem 2 GHz Netz, also 2,4 GHz Netz. Vielleicht ist da die Probleme. Vielleicht sind da die Probleme aufgetreten. So, ich bin mit 2,4 GHz verbunden. Ich gebe jetzt das Passwort von meinem Netzwerk ein. Hab eingegeben. Hoppala, scheiße. Passwort merken, soll er sich auch merken und weiter. So, die Lampe blinkt jetzt schneller. Jetzt habe ich hier blaue Nippel, also blaue Icons. Das Gerät verbindet sich mit dem Netzwerk. Das ist noch am Arbeiten. Die anderen sind jetzt aber nicht mit einem Haken und grau. Die sind jetzt blau mit einem Haken. Jetzt bin ich komplett verbunden. Jetzt verbinden. Wird installiert. So. Klicke auf, ja, zustimmen. Ja, ich soll hier auf zustimmen klicken, aber ich kann hier gar nichts auswählen. Also das ist auch lustig. Ich soll auf Zustimmen klicken. Und weiter runter hoch geht's nicht. Okay, zurück. Ja, also ich würde die Mi-App gerne benutzen. Ach, jetzt ein paar Mal doppelt draufklicken, dann geht's. Die sieht aber eigentlich optisch genauso aus wie also die Roborock-App, außer dass ich halt das Bild von meinem Roborock habe, dass ich einen weißen habe, S6 und dass er online ist. So, ich kann auch noch ein neues Gerät hinzufügen. Roboter aufrufen. Ich habe 47% Akku. Der zeigt mir auch hier die Karte an, was er schon erstellt hat. Turbo Maximum. Alter, gut. Ich bin mal gespannt, wie weit der Maximum drin ist. Roboter löschen, Timer, Staub. Kartenmodus Beta weg mal aktivieren. Mal gucken, was da passiert. Also ich kann hier, also irgendwie gibt es hier echt Probleme. Wenn du zum Beispiel hier bei der Beta-Software, wenn ich die jetzt hier anklicke, so, ich kann hier, ich habe hier unten, da sollte es okay, denke ich mal, sein. Ich kann da aber nicht hinscrollen. Also das funktioniert nicht. Aber wenn ich hier ganz unten rauf drücke, dann wird es aktiviert. Also. Schonender Modus. Teppichmodus. Im Teppichmodus erkennt der Roboter Teppich und erhöht automatisch die Saugkraft. Ja, ich habe jetzt zwar keinen Teppich außer innen, aber okay. Roboter, DNA. Okay, also, was macht er? Zubehör und Wartung.
Ah, okay. Also hier sehe ich, das ist ja geil. Ich sehe, wie weit welches Teil abgenutzt ist. Und wann ich es halt wieder. Okay, verwendet 0 Stunden. Ja, ist ja klar. Ich habe ja noch nicht benutzt. Also, angezeigt wird mir der Filter, die Seitenbürste, die Hauptbürste, also die Rolle in der Mitte, die Sensoren nach circa 30 Stunden reinigen und der Wassertankfilter nach circa 100 Stunden. Also ich kann euch immer sagen, Wassertank nach etwa 100 Stunden, die Sensoren links, also die an der Seite verteilt sind, unten drunter nach etwa 30 Stunden einmal reinigen mit einem Tuch drüber oder so. Die Bürste in der Mitte, also unten drunter, die Rollbürste, die soll man nach 300 Stunden austauschen. Die Seitenbürste, die kleine unten mit den Gummidingern, nach 200 Stunden. Und den Filter nach 150 Stunden. Ja, das klingt doch ganz gut. So. Hier ist aber reinigen, aufladen. Going back, paused. Man soll doch aber auch eigentlich Timer, Hop, Roboter, Lautstärke. Ah, hier. Jetzt kann ich den auf Deutsch einstellen. Lade da gerade herunter, aktuell. Wir haben. Die ersten beiden sehen gleich aus. Also, ich denke mal, das eine ist Japanisch, das andere Chinesisch. Englisch. Deutsch ist ein Brandenburger Tor zu sehen. Espanol, French, Italien. Nee, hier ist China. Also hier sind ganz viele chinesische Dinger, also da werden wahrscheinlich Thailand, China und die ganze asiatische Ecke auch mit bei sein. So, jetzt werden wir mal gucken, was ist denn, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Zum Dockfahren fortsetzen. Pausiert. Reinigung wird gestartet. Pausiert. Okay. Timer. So, wir können Timer hinzufügen. Balance, okay. Wann er starten soll? Wiederholen täglich. Leise Turbo Max, Max. Also da komischerweise bei der App, die Stärke steht noch in Chinesisch da. Also da steht, ihr seht das andere, steht alles in Deutsch da. So, aber ich würde jetzt gerne mal wissen, ob der ein Update hat vielleicht. Können wir den vielleicht mal auf Updates überprüfen? Reinigung wird gestartet. Ein bisschen leise finde ich ihn. Zubehör und Kundensupport, Kundenservice kontaktieren, Staubsaugereinstellungen, S6. Wir können den auch umbenennen. Ich lasse ihn einfach mal S6. Entsperren einen schon Modus aus den Reinigungsmodi, aus diesem Modi. Optimal Verwendung mit einem Wischmodul. Okay, nehmen wir mal den Schon-Modus. Machen wir hier Oma an. Ich teste jetzt einfach mal alle durch. Europa, Berlin, das ist schon okay. DNA-Modus, Startzeit. Legen Sie fest, wann der Roboter die Reinigung durchführen oder Sprachausgabe wiederherstellen. Was? Aha, Start. Dann machen wir mal von früh um 8. Bis abends um 20 Uhr. Danach ist Pumpe hier. So, fertig. Zurück. Zurück. Ja, ich habe aber jetzt hier nichts zum Updaten. Vorhin stand hier noch irgendwas von Updates. Profil. Firmware-Update suchen.
Ah, okay, hier habe ich es jetzt gefunden. Also ich habe aktuelle Version 1.0, also 01.04.12 und die neue Version ist die 1, also 01.06.22. Jetzt machen wir mal Vor aktualisieren. dem Aktualisieren auf mindestens 20% aufladen. Okay. Auf mindestens 20% aufladen. Der Akku ist bei 76%. Okay, den können wir laden, wenn wir an der Dockingstation sind. Ja, aber was mir hier ein bisschen fehlt, ist, dass ich ihn auch irgendwo steuern könnte. Aber das ist halt hier nicht so der Fall. Karte wird geladen. Ja, der findet keine Karte, weil es keine Karte gibt. So. Offline. Online. So, ich werde jetzt mal gucken, ob ich mich jetzt trotzdem, also Amazon erstmal einstellen. Alexa. Nicht du. Roborock. Roborock Home. Zur Verwendung aktivieren. E-Mail-Adresse, Passwort. Moment. Irgendwie will er das gerade nicht. Mache ich einfach mal Telefonnummer. Also wenn ich kein Konto habe, soll ich SMS und Passwort vergessen machen. Dann mache ich einfach mal das. Senden. So, jetzt habe ich einen Code gekriegt. Jetzt muss ich mich hier verifizieren oder was? Was soll das denn? P. 3. So, Code eingeben. Hat er? Firmware-Update fehlgeschlagen. Firmware-Update fehlgeschlagen. Der versucht hier gerade die ganze Zeit ein Firmware-Update zu machen. Einfügen. Subtime. So, jetzt sollte es klappen. Ja, jetzt klappt's. Neues Passwort.
Jetzt gebe ich gerade mein neues Passwort ein. Alexa, Stream vorbereiten. Ja, Meister Odin. Die hat nämlich das LED-Band hier am Bild angemacht und rot ist, geht mir auf den Puffer rot. So, check back, speichern. So, und dann nehmen wir jetzt meine E-Mail-Adresse. Anmelden. Aber ich möchte ja auch beide Apps testen. Jetzt bin ich erfolgreich speichern. Erfolgreich auch in der Xiaomi-App angemeldet. So. Ihre Skills. So. Weil in der Xiaomi-App steht zwar hier auch, dass ich die einzelnen Geräte, hier Luftreiniger, Schlafzimmerlampe und so was, steuern kann. Sprache, Deutsch, Englisch, alles Mögliche. Aber bei der Roborock-App steht halt hier, dass ich Roborock direkt steuern kann. Vielleicht ist das ja vielleicht ein klein Dick besser. Roborock einschalten, ausschalten. Auch in allen Sprachen. Hat auch gute Bewertungen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die jetzt direkt von den Roborock-Leuten ist oder von irgendeinem anderen Entwickler. Link. Entwickler, Datenschutzerklärung. Da komme ich gleich zu Roborock. Okay. Also scheint es wohl direkt von Roborock direkt zu sein. So. Ja, schon wieder Firmware-Update fehlgeschlagen. Also der will jetzt gerade die ganze Zeit hier ein Firmware-Update machen. Aktuellen Fehler. Verbinden Sie den Roboter mit der zum Aufladen. Docking. Okay, also ich werde mal die Docking Station mal schnell anbauen. So, jetzt werden wir mal testen. So lang geht da, glaube ich. So. Er sagt ja gerade die ganze Zeit Update und Basisstation. Ich habe jetzt die Basisstation aufgebaut. Okay. Alexa? Roborock starten. Ich bin mir leider nicht sicher. Können wir nämlich gleich mal testen, ob das auch funktioniert. Vielleicht nehme ich dann doch die andere App wieder. Ich weiß es nicht. Ich muss erstmal gucken. Ich will ein bisschen hin und her spielen. So. Also einschalten, ausschalten. Alexa? Roborock einschalten. Ich hatte Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit. Gehe in den Skill-Bereich der Alexa-App, um zu finden und erneut zu aktivieren. Ist aktiviert, verknüpft. Smart Home-Geräte verwalten. Wohnzimmer. Also der zeigt mir hier ständig jetzt hier an. Roborock S6. Also ich habe hier zweimal Roborock S6 drin. Okay, speichern. Alexa, Roborock S6 starten. Ich hatte Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit. Gehe in den Skill-Bereich der Alexa-App. Um zu finden und erneut zu aktivieren. Ist der vielleicht aus?
Skillbereich bin ich jetzt drinne, ihre Skills. Und beim Roborock sagt er mir an, Einstellungen. Ich bin verknüpft. Erweiterte Einstellung. Smart Home Geräte verwalten. Da komme ich dann halt direkt zu meinen Smart Home Geräten. Geräte hinzufügen. Und wenn ich jetzt über meine Smart Home Geräte direkt drauf gehe, da sehe ich, dass er aktiviert ist. Beschreibung, was das ist. Und ich kann Namen bearbeiten. Hier wird er mir über einen Schalter angezeigt. Bei der Xiaomi-App direkt war es so ein Briefumschlag. Ach, den habe ich hier unten jetzt noch drin. Ist auch aktiviert. Ich kann... Gut, dann werden wir mal jetzt über die Firmware direkt versuchen. Also über die Software. Also über die App. Achso, der ist komplett aus. Fahre zur Ladestation. Pausiert. Alexa, starte Roborock. Ich hatte Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit. Gehe in den Skill-Bereich der Alexa-App. Um zu finden und erneut zu aktivieren. Ich versuche es jetzt nochmal, weil es leuchtet jetzt da vorne dran. Vielleicht war er nur im eingeschalteten Modus. Also im Ruhemodus oder so. Alexa? Roborock einschalten. Ich hatte Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit. Gehe in den Skill-Bereich der Alexa-App, um zu finden und erneut zu aktivieren. Er findet auch gerade nicht. Jetzt sage ich einfach mal Ladestation. Zum Dockfahren fortsetzen. Sucht er natürlich. Ah, er hat sie gefunden. Er scannt gerade. Selbst auf der Karte wird es hier immer mehr. Wartet mal, ich muss mal schnell... Nee, jetzt nicht hier lang. Du sollst eigentlich nur... Ich will nur gucken, ob du jetzt fahren kannst. Fahr mal da lang. Ja, da kommst du nicht lang. Du sollst über die Schwelle drüber. Über die Schwelle sollst du rüber. Da fährst du jetzt lang. Eineng hier. So. Sollte er hier eigentlich jetzt nichts mehr haben, wo er... So. Ich will jetzt wissen, ob der über die Schwelle drüber kommt. Nee. Also bis jetzt nicht. Obwohl er hier eigentlich rüberkommen soll. Also er donnert hier auch nicht ran. Also wenn ich mit ihm jetzt hier ranfahre, in der Situation, dann fährt er auch gleich automatisch hoch.
So. Zugdockfahren fortsetzen. Ich muss mal gucken. Ich will die Staubsaugereinstellungen. Nee, da nicht. Lautstärke. Aber ich habe jetzt hier auch nicht die Möglichkeit über die Aufladen. Ja. Aktuelle Reinigung beenden und zum Laden, ja. Aber irgendwie macht er das nicht. Fahr doch rüber. Also runterfahren tut er. Ja, da ist die Doggingstation. Fahr da hin. Er sucht noch die Doggingstation. Ah, jetzt hat er sie gefunden. Mal gucken, vielleicht läuft es dann am Firmware-Update ein bisschen besser. Jetzt will er wieder zurückkommen. Da ist er doch. Also er findet zielgerichtet, jetzt wird er gerade langsamer, jetzt fährt er da rauf. Gerät wird geladen, das sagt er mir jetzt auch an. So, jetzt hole ich euch mal hier rüber, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Mir wird hier der Roboter angezeigt, ich kann nur ranzoomen. Das hat er jetzt alle gescannt. Da ist er. Hier ist die Tür. Da ist die Tür zum Schlafzimmer, zum Kinderzimmer. Hier ist die Tür in der Küche. Und hier unten ist die Tür zum Badezimmer. Und hier ist die Haustür. Und hier geht es dann halt ins Schlafzimmer. Also das hat er schon mal gut erkannt. Akku ist jetzt bei 42%. Wir werden mal gucken. Wo waren das jetzt? Jetzt wieder Roboter drücken hier. Profil. Hier, Firmware. Jetzt aktualisieren. Fehlgeschlagen. Aufladen wieder mit der Dockingstation. Stellen Sie sicher, dass der Akku mindestens 20% ist. Der ist ja 40%. Ah, nö. Ich krieg das nicht hin, dass hier ein Update läuft. Jetzt läuft's. Och, Kater, geh mir doch nicht auf der Latte. Also jetzt läuft er hier mit Update durch. In der Zeit leuchtet am Roboter nichts. Also nichts, was irgendwie hinweist, ey, ich mache gerade ein Firmware-Update. Firmware wird aktualisiert. Dies kann 5 bis 7 Minuten dauern. Okay, also es wird aktualisiert, hat er gerade gesagt, und dies kann 5 bis 10 Minuten dauern. Ja, also dann werde ich das mal aktualisieren lassen. Ich gucke mal jetzt, was passiert, wenn ich jetzt in die andere App gehe. Den findet er jetzt natürlich nicht, weil er nicht verbunden ist mit dem. Also ich glaube, ich werde die Xiaomi-App nutzen, die Roborock
eigene App finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schön. Abbrechen. So, ich kann ja hier alle Geräte auswählen. Die haben ja auch viel Zeug. Ich wusste gar nicht, dass sie außer Handys noch so viel Zeug haben. Tigger spielt gerade mit dem Roborock. Automatisierung. Also jetzt so vom ersten Erlebnis muss ich sagen, da finde ich jetzt von der Kommunikation die Xiaomi-App besser. Firmware wird installiert. Aber hier steht auch nicht, hier steht nur, was gefixt wurde und das ist auch alles in Englisch. Ich kann mir das leider nicht übersetzen. Wi-Fi, also irgendwas mit Wi-Fi wurde, ich zeig euch das mal, irgendwas mit Wi-Fi wurde gefixt und noch irgendwas. Einmal Pause drücken. Ich habe jetzt auch keine Fernbedienung oder irgendwas, um den Roboter jetzt hier zu bedienen. Ich habe hier einen Haufen Nachrichten, dass hier Firmware-Update fehlgeschlagen ist. Feedback. Kann Feedback geben über uns. Einstellungen. Konto-ID, E-Mail-Adresse, Passwort, Telefonnummer. Ich mache auch mal E-Mail-Benachrichtigung an. Cache bereinigen. Passwort ändern. Telefonnummer hinzufügen. Ach Scheiße, was war das? Ich mache jetzt auch mal über Handy beim Roborock. So, angemeldet mit Handy bin ich jetzt auch, falls was ist. Aber ich finde die Roborock eigene App ehrlich gesagt nicht schön, muss ich sagen. Jetzt sagt er, der Roboter ist offline. Jetzt blinkt da eine weiße LED, also der weiße Strich. Wird installiert, also die Firmware wird immer noch installiert. Also ich kann den jetzt auch nicht direkt alleine steuern. Bei meinem anderen konnte ich sagen, hier mit der Fernbedienung hier steuern, links, rechts, oben, unten. Und Alexa haut auch irgendwie nicht hin. Die will irgendwie nicht mit dem Roborock kommunizieren. Also ich werde, denke ich mal, die Mi-App nochmal einstellen, wenn der fertig ist mit dem Update. Weil die war übersichtlicher. Aber erst müssen wir das Update abwarten. Und ich bin gerade sehr enttäuscht, dass er über diese Stufe nicht drüber kommt. Die ist 1,8 cm. Habe ich ausgemessen. Mästet nochmal. So. Mästet jetzt nochmal. Und dann nehmen wir mal hier die höchste Stelle. So. Die höchste Stelle
bis hier. So, und jetzt sind 1,8. An der höchsten Stelle, da kommt er nicht rüber. Der fährt hier mittig oder hier vorne rüber, weil hier die Tür ja so schräg ist. Das sind 1,7. Und an der Stelle 1,3. Also die höchste 1,8. Was will er jetzt? Gerät wird geladen. Ach, der ist fertig mit Update ziehen. Ja, also da bin ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, dass er das nicht geschafft hat. Also der ist von der Software jetzt aktuell, sagt er. So, also ich habe jetzt auch Karten. Jetzt kann ich wieder auf die Karte zugreifen, kann die Karte sehen und so. Sperrzone kann ich machen, Zonen bearbeiten. Okay, aber da lasse ich ihn erstmal durchjagen nochmal. Das bringt jetzt nichts, wenn ich den jetzt... Zonen... Okay, das bringt jetzt noch nichts, wenn ich den jetzt hier irgendwas sage, weil der weiß ja noch gar nicht, wo was ist. Der war ja jetzt nur hier vorne so ein bisschen. Den muss ich erstmal einmal laden lassen oder den werde ich gleich nochmal durchjagen. Zone hinzufügen, reinigen. Zubehörwarnung. Ja. Benachrichtigung. Das System hat mich benachrichtigt, aber nicht der Roboter. Okay. Roboter aufrufen. Okay, also ich habe auch den Wassertank noch gar nicht dran. Den müsste ich auch noch mal dran machen. Ich wollte den jetzt erstmal nur so testen. Oh, der Akku ist schon bei 56%. So, wisst ihr was? Ich will die Mi-App nochmal testen. Ich will der Mi-App nochmal eine Chance geben. WLAN wird zurückgesetzt. Ich werde jetzt die Mi-App nochmal öffnen. Wieso soll ich mich mit Facebook anmelden? Bist du doof? Ich bin doch schon angemeldet. So. WLAN wird zurückgesetzt. So, jetzt blinkt es wieder. Habe ich nämlich gar nicht drauf geguckt. Meins. Profil. Bluetooth Gateway könnte ich hier aktivieren. Einstellungen. So. Mit Facebook. Ja, irgendwie muss ich mich jetzt hier schon wieder mit Facebook anmelden. Warum auch immer. Obwohl ich angemeldet bin. Jetzt muss ich schon wieder meinen Code generieren. Boah, diese zwei Phasen-Dings sieht mir tierisch auf dem Puffer, ey.
Wenn es so weitergeht, schalte ich die Kacke aus. So, weiter, weiter. Mia steht hier, also Mija. Anmeldung wird durchgeführt. Wird auch eine Begründung haben, warum da Mia steht. So, Produkte. So, manuell ausfüllen. Szenen. Hier kann ich sehen, eine Benachrichtigung und so was alles. Verzögerung. So. Hoppala. So, Gerät hinzufügen. Bluetooth einschalten. Um Bluetooth-Gerät mit abbrechen brauchen wir nicht. Wir brauchen Sensor, Küche, Badeautomat, Badezimmer. Warum stehen die bei Badezimmer drin? Beleuchtung, Steckdosen, Media. Irgendwie stehen die bei Badezimmer drin. S4, Roborock S4, Roborock Vakuum, Roborock S6, Mio Roborock, Xiaomi. Stehen ganz viele. Ich habe den S6. Ich nehme jetzt S6. Vorgang bestätigen. Weiter. So, Fritzbox. Weiter. Einverstanden. So, jetzt verbindet er. Verbinde mit Gerät. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt was schneller geht. Also bis jetzt der Halbkreis, ja, da schon das erste alles erledigt. Gerät mit Netzwerk verbunden. Scheint, also da scheint schon was schneller zu laufen jetzt wieder. So, fertig. So, ich möchte Wohnraum auswählen. Flur. Flur. Gerätename Roborock lasse ich. So, Gerät teilen mit hinzufügen. Achso, hier könnte ich jetzt. Nö, wollen wir nicht. Los geht's. Kann ich eine E-Mail-Adresse hinzufügen? Ja, einverstanden. Die Karte bleibt so gespeichert. Der nimmt, übernimmt die Karte sogar aus der Mi-App. Also. Die sah da genauso aus. Also, so optisch, rein optisch sieht es jetzt hier genauso aus wie in der Mi-App. Staubsauger. Schonender Modus, Europa, Deutschland. Also, das sieht eigentlich aus wie in der Mi-App. Bloß irgendwie ein bisschen besser organisiert, finde ich jetzt. Nee, wenn ich den Roboter auswähle und zum Roboter komme, dann ist es genau wie in der Mi-App. Zone, Sperrzone, Karte wiederherstellen. Firmware-Aktualisierung. Da gibt es doch schon wieder was Neues. Also die Mi-App sagt mir sogar, es gibt schon wieder was Neues.
Okay, also von 3.5.4-0622 zu 3.5.4-656 aktualisieren. So, und hier haut es wohl gleich hin, seht ihr? Bei der anderen, selbst wo er denn in der Doggingstation war, hat es halt gedauert. Ja, und jetzt sind wir hier in der Doggingstation und er fängt sofort gleich an. Die Mi-App ist halt die Mi-App. Aber wenn ich in den Ra Staubsauger reingehe. Oh, jetzt sagt er wieder, dass 5 bis 10 Minuten dauern kann. Wenn ich in die Einstellung des Staubsaugers reingehe, also den Staubsauger anklicke innerhalb der Mi-App, dann sieht sie natürlich aus wie die Mi-App. Die reine, also die Roborock-App. Ja, da muss ich jetzt erstmal gucken, was wir da jetzt und wie wir das am besten machen. Am besten, ich werde den jetzt gleich, wenn der jetzt hier fertig ist, mit Laden oder mit Software-Update machen. Ich werde mal den Stuhl schon hochstellen, damit er hier alles erkunden kann, werde den einmal durch die Bude schicken, so weit wie er kommt. Ich bin mal gespannt auf das Wohnzimmer, weil runterkommt, tut er. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es mit dem Hochkommen aussieht. So, meine Tochter hat hier noch einen Stein gelassen. So, meine Frau. Und eine Flasche. So. Also da bin ich jetzt gleich mal sehr gespannt. Aber auch kurios, die Roborock-App selbst sagt mir, ich bin auf dem laufenden Stand und die Mi-App sagt, nein, da gibt es noch ein Update. Sehr kurios. Also ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich werde ihn jetzt gleich erstmal hier durchschicken, damit er sich das ganze Gelände mal angucken kann. Und dann, ja, mal gucken, wie er schlägt. Weil jetzt weiß er ja, wo die Basisstation ist. Ich denke mal, das wird er sich merken. Der hat ja auch eine Karte hier drin. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Ich lasse mich da jetzt mal echt überraschen. Drückt mir die Daumen, weil er muss rüberkommen. Das ist der Einzige, der 2 Zentimeter schafft. Die anderen alle nur 1,5, 1,8. Und das Höchste, was hinten bei mir in der Ecke ist, ich hatte es ja gemessen, ich werde es nochmal sicherheitshalber messen. Also ganz hinten in der Ecke, wo er eigentlich gar nicht rüberkommt. Sind's, na, 1,9. 1,8, 1,9. Ja. Schwelle. Also müsste er da rüberkommen. Der schafft 2 Zentimeter. Ich bin mal gespannt. Vielleicht gab es jetzt auch noch ein paar Anlaufschwierigkeiten. Mal gucken, wie es jetzt später aussieht. Dann würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Vielleicht mache ich nachher nochmal ein Video oder so. Ich werde den jetzt erstmal aufladen und ich muss mich mit dem jetzt auch erstmal ein bisschen auseinandersetzen. Kater hat er relativ schnell gefunden. Mein anderer hat immer das Problem gehabt, nicht nur beim Rausfahren, weil ich ja den Teppich drunter hatte und der hatte der war einmal schwarz außen rum und in der Mitte dunkelgrau. Wenn es hier ein bisschen dunkler war, dann hat der das Schwarze als Abgrund anerkannt und ist dann nicht drüber gefahren, hat es an den Teppich ran. Oh, wieder zurück. Ja, und das hoffe ich, dass das jetzt weg ist und dass der jetzt hier ohne diesen Teppich drüber kommt, dass ich hier einfach früh sage, okay, ich mach, weil die Tür im Wohnzimmer, zum Wohnzimmer ist tagsüber. Also abends zu, damit sie mir nicht an die Kabelei gehen, die Katzen. Tigger. Nicht die Katzen, Tigger. Der frisst Kabel, die dumme Kater. Hat mir meine WLAN-Antenne vom PC schon angeknabbert. WLAN- und Bluetooth-Antenne. Und deswegen ist die Tür hier zu und ich mache die dann frühs immer auf, wenn ich dann aufstehe. So 6, 7 rum mache ich die jetzt auf und dann kommt der Türstopper davor, der jetzt auch gerade am kaputtgehen ist. Und da hoffe ich, dass der jetzt hier reinfahren und auch rausfahren kann. Dass er hier besser reinieren und dass ich hier Zonen machen kann. Also ich brauche hier keine Zonen einstellen oder so. Außer halt Wohnzimmer intensiv und Flur intensiv. Schlafzimmer muss nicht so intensiv sein. Aber also da, wo meine Tochter halt immer
Ist das da ein bisschen? Na, mal gucken. Ich lasse mich mal überraschen, auch mit dem Wischen. Das muss ich ja auch alles erstmal noch testen. Da werde ich mal bestimmt ein Video machen zur ersten Wischfunktion. Da werde ich mir dann hier ins Wohnzimmer stellen und dann gucken wir uns das mal an. So, testen am lebenden Objekt, wie man so schön sagt. Ich bin dann mal weg. Ah, ich höre, meine Tochter kommt. Also die Kleine. Die Große ist nicht da, die ist ja bei ihrem Bruder zum Geburtstag. Ich verabschiede mich für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Jo. Da grätsch ich am Ende nochmal rein. Und zwar, ich habe jetzt. Ich muss erstmal gucken, wo die App ist. Da ist er. Ich habe den S6 jetzt zweimal durch die Bude geheizt. Er schafft die Stufe. Bin von der Lautstärke bin ich jetzt gerade noch ein bisschen überrascht. Das habe ich nicht aufgenommen, weil die Kleine war halt unten und deswegen jetzt hier am Ende noch mal so was. Von der Lautstärke war ich sehr überrascht. Der ist ziemlich leise. Schnell und flink war er auch. Ich habe in der App jetzt schon ein bisschen was gemacht. Wie gesagt, das ist jetzt nur erstmal hands-on, also praktisch das erste Mal benutzen. Ich werde den jetzt eine Weile benutzen. Ich zeige euch auch gleich die Karte, die er erstellt hat und so. Ich werde den jetzt eine Weile benutzen und dann kommt natürlich nochmal ein Fazitvideo und mal gucken, was ich dann noch so, wenn ihr da Fragen habt, was ich dann noch als Video mache. Aber ich wollte unbedingt am Ende halt noch sagen, dass der sehr positiv, also dass ich sehr positiv überrascht bin. Er hat zwar die Stufe jetzt am Anfang nicht geschafft, jetzt wo ich das Video gemacht habe, aber wo ich dann die Basis, die wird hier auch auf der Karte angezeigt, das werde ich euch auch gleich zeigen, die findet da zielgerecht sofort wieder. Und er fährt hier rüber und zurück und vor und zurück. Ich habe ihn jetzt erstmal nur saugen lassen, nicht wischen. Wischen kommt morgen dran. Auch die Basisstation, ich habe mit diesem Plasteteller, habe ich ziemlich nah am Schuhschrank dran. Also eigentlich genau am Schuhschrank dran. Der eckt nirgendwo an, der fährt hier zielgerecht darauf und ohne Probleme. Also richtig klasse. So, ich muss auch noch Routinen einstellen. Ich habe jetzt erstmal nur Räume erstellt und virtuelle Wände gemacht und Zonen erstellt und so ein bisschen rumgespielt. Routinen kommen auch noch, damit muss ich mich jetzt erstmal noch ein bisschen beschäftigen. Ja, Routinen halt, wann er losgehen soll. Also dass er, sagen wir mal, um 9 Uhr soll er oder um 10 Uhr soll er losgehen. Und dann soll er, was weiß ich, Flur machen. Oder dann soll er später dann Schlafzimmer machen. Oder alle gleich zusammen. Frühs ist ja hier die Tür noch zu. Da braucht er dann eigentlich nur Flur und Schlafzimmer machen. So, ich zeige euch jetzt mal. Der konnte jetzt auch noch nicht alles einscannen vom Schlafzimmer. Der hat da oben, hier oben ist halt mein Schrank. Da ist mein Lowboard. Hier oben mit dem Fernseher. Also die Aussparung, da ist der Fernseher. So, und das große hier, das ist mein Boxspringbett. Hier ist halt eigentlich eine Wand. Hier ist meine Couch. Da geht jetzt hier so runter. Und dann ist hier inzwischen eigentlich eine Wand. Und hier stehen jetzt gerade ganz viele Kartons, weil ich ganz viel aussortiert habe, was ich bei eBay Kleinanzeigen verkaufen möchte. Deswegen konnte der da nicht hin. Und dann ist hier eigentlich, wartet, hier ist auch noch ein Schrank, da, also im Schlafzimmer. Und hier steht auch der Kratzbaum. Und ja, aber naja, Schlafzimmer ist halt nicht so groß, halt Schrank, ein Bett und da hast du vorne so ein bisschen Platz und einmal ums Bett rum. Also das ist nicht riesig. Küche habe ich eine virtuelle Wand gezogen und Badezimmer auch, wie ihr sehen könnt. Dass er da nicht ewig versucht, da irgendwie ranzukommen, weil da weiß er dann, da darf er nicht hin. Er kommt sowieso nicht hin über so eine Schwelle. Also 9 cm, naja, so 9 cm Schwelle habe ich im Badezimmer. Küche nur 5 oder 6 cm. Da kommt er nicht drüber. Meine Kamera pegelt sich gerade nicht ein. Scheißegal. Da habe ich virtuelle Wände gezogen, dass er da auch wirklich nicht immer gegenbummert und dahin will, weil mit dem Radar kommt er ja rein. Also mit dem Laservermessung. Er sieht ja, dass da was ist. Ich habe es jetzt nicht versucht. Ich bin gleich auf Nummer sicher gegangen. Also deswegen zack, bumm, Wände reingezogen. Dann weiß er, da kann ich nicht hin. Und hier ist er gerade, der Roboter. Also man sieht auch die kompletten Wege. Ich werde mal gucken, dass ich das hier irgendwie zoomen kann. Ja. So,
Da ist er gerade in der Ladestation. Die Ladestation wird auch auf dem, also die seht ihr ja, er eckt da so ein bisschen am Schrank an. Er eckt aber nicht an. Da ist der Schuhschrank und dann kommt noch ein Schuhschrank. Und mein Regal, oben sind meine Jacken, meine Kleiderhaken und das alles. Mein Odin-Brett, das kennt ihr ja alles noch. Aber das Grüne wird immer angezeigt und hier blinkt er jetzt, weil er fertig ist mit Laden. Ja. Und er wird auch zeitnah, wird das hier aktualisiert auf der Karte. Hier mit den Kreisen, da sind halt die Stuhlbeine und Tischbeine. Da ist die Couch. Der Wohnzimmertisch. Und daneben, davor ist gleich die Couch. Mein Fernseher. Hier hat er zwar eingescannt, dass man da rein kann, aber da kann er nicht rein. Da ist ja das Lowboard. Also, und der Fernseher ist ja hier, hängt ja an der Wand, deswegen hat er hier ein bisschen gesagt, da ist was, aber da ist nichts. Also er kommt da nicht durchgefahren. Und was machst du denn jetzt hier? So. Hier bei der Heizung, also hier kann er dann unterm Schrank durchfahren. Das ist hier, das ist praktisch da, hier unten. Da kommt er trotz Stativ lang, aber da in die Ecke kommt er nicht rein, weil da steht die Bassbox. Deswegen kann, und die Heizung, deswegen kann er, zeigt er da schwarze Kanten. Da bin ich echt sehr positiv überrascht. Das ist richtig, richtig cool. Hier draußen hat er auch noch, seht ihr das? Das ist mein Balkon. Also wo er lang gefahren ist, hat er da noch teilweise die Länder von meinem Balkon erfasst. Aber da kommt er natürlich nicht hin. Und hier hat er auch so ein bisschen was, so schwarze Streifen. Das ist nicht defekt oder so. Da hat er so ein bisschen durch die Scheibe, weil da ist so ein Aufkleber auf der Scheibe drauf. So ein bisschen durch die Scheibe ist er durchgekommen. Da ist dahinter, hier hinter ist Kinderzimmer. Also von meiner Tochter ist praktisch, das geht dann bis hier runter und dann geht es halt hier lang, so lang, ja? Also praktisch hier so das, was ihr alles seht, das schließt mit der Küche ab. Das hier unten ist alles Kinderzimmer. Ja, das wollte ich euch nur mitteilen. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht und vor allen Dingen er hat überhaupt keine Probleme gehabt. Also jetzt so im Betrieb. Ich habe ihn leer laden lassen. Die Software hat immer neu gesagt, ist ein Update da. Ich habe mir jetzt auch auf dem Desktop, da habe ich mir dann so eine Direktverlinkung zum Roboter hin gemacht. Dann brauche ich nicht immer ein Xiaomi-Gerät. Da komme ich dann, habe ich da das Gerät verlinkt vorne und dann drücke ich drauf und dann komme ich direkt dahinter. Angeklickt, bumm, bin ich direkt beim Roboter. So, da brauche ich nicht. Wenn ich Xiaomi öffne, Xiaomi. Dann Roboter und dann dahin und dann sucht er. Funktioniert richtig klasse. Und dann, ich habe ihn erstmal laden lassen, also das Update hat noch eine Weile gedauert, dann habe ich ihn laden lassen und dann habe ich einfach gedacht, ja, schickst mal los. Habe hier alles hochgeräumt, dass er wirklich alles vernünftig scannen kann. Und das hat er dann auch gemacht und habe auch gleich eine Karte drin gehabt. Beim zweiten Mal auch, also die Karte bleibt auch gespeichert ohne Probleme. Ich habe keine Möglichkeit, dem jetzt zu sagen, zu steuern, so wie mit dem anderen. Da sind ein Hierherlotse oder so. In der App soll es wohl so sein, man kann auch rote Zonen. Also wenn ich jetzt hier einen Teppich haben würde, könnte ich da halt ein rotes Viereck drüber machen, da nicht machen. Dann würde der auch da nicht langfahren, weil ich will, den Wassertank muss ich noch drunter machen. Da muss ich mich noch ein bisschen mit beschäftigen. Also ich habe mir jetzt erstmal nur so Wassertank beschäftigen, einfach drunter, dann macht er schon, aber das will ich halt alles noch testen. Schnellware, Gutware. Ich finde, dass das auch, was mir sehr positiv aufgefallen ist, was auch ein Kaufgrund war, dass man den von oben den Behälter lösen kann. Also da einfach aufmachen, Behälter raus. Das ist sehr leicht, das ist richtig geil. Ich brauche nicht immer unten, weil bei dem anderen habe ich immer raus, beim anderen kriege ich unten, hinten raus, pff, zack, ist kein Problem. Aber rein ist immer so ein Problem. Und dann verkantet es und dann, oh, dann musst du 3-4 Mal versuchen. Ich bin ja auch ein bisschen Grobmotoriker. Da hatte ich so ein bisschen Probleme, aber mit dem überhaupt kein Problem. Deckel auf, ausgeleert,
rein, Deckel zu, fertig. Super. Aber kann ich mich echt nicht beschweren, ist wirklich ein klasse Teil. Aber ich habe da wirklich keinen Fehlkauf gemacht, kann wirklich bis jetzt auf jeden Fall Daumen hoch. Jetzt kommt erstmal die Testphase. Jetzt muss ich mich da erstmal ein bisschen mit beschäftigen, wie er jetzt ist. Ich habe, wie gesagt, die Karte habe ich mir erstellen lassen, habe dann virtuelle Wände gemacht, Zonen eingestellt. Ich habe auch die Räume benannt. Du kannst dann halt auch in der App kannst du auch sagen, weil er hat ja jetzt keine Räume großartig gemacht. Er hat also Badezimmer, Küche und Flur war ein Raum. Er ist zwar nicht hingekommen, aber es war ein Raum. Er hat erkannt, dass Schlafzimmer und Wohnzimmer zwei verschiedene Räume sind. Also das hat er ohne Probleme erkannt. Ja, also die anderen Behen waren halt hier auch noch gelb. Ja, und bevor ich dann halt die virtuellen Wände gezogen habe, da hat man dann Räume. Nee, warte mal, Zonen. So. Nee, wo waren das? Das war Zonen, wo waren das? Achso, hier war es drauf. So, hier unten, genau. Wenn ich denn hier unten drücke, da, bei alles, ja, da kann ich dann halt hier Sperrzone zum Beispiel machen. Da könnte ich dann halt eine virtuelle Wand oder eine Sperrzone. Virtuelle Wand ist diese rote Linie, die habe ich gemacht. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, zack, packe ich einfach so drüber, dann würde der nicht mehr ins Wohnzimmer fahren, für eine Weile. Ja? Brauchen wir nicht, ist Quatsch. Vorlage speichern, nein. So, dann habe ich die Möglichkeit, Karte wiederherstellen. Wenn ich aus Versehen wenn ich die Karte jetzt lösche, könnte ich eine neue Karte wiederherstellen. Karte sichern, Karte verwenden. Also ich habe hier die gleiche Karte drin. Achso, der hat sie hier um 18:37, 16:53. Also der macht jedes Mal eine Karte und überprüft, ob irgendwas sich geändert hat. Und dann kann ich das tauschen. So, dann habe ich Zonen bearbeiten. Wartet, ich gehe nochmal zurück. So, obere Punkt ist Zonen bearbeiten. Das habe ich gemacht. Zack. Und da kann man dann sagen, das ist ein negativer Punkt. Die App geht nicht darauf ein, dass mein Handy ein bisschen kleiner ist. Also die schreibt so ein bisschen drüber. Also das ist wirklich so. Ich kann auch nicht schräg machen. Da passiert gar nichts. Ja, also da denke ich mal, über ein Tablet vielleicht ein bisschen besser. Aber man kann alles lesen. Ja, ja, da hast du dann ganz hinten Raum benennen. Da kannst du halt, klickst du dann hier einfach rein. Und dann, ja, jetzt steht halt Wohnzimmer und ich könnte das halt bearbeiten. Normalerweise ist es dann nur so ein Haken. Und dann könnte ich halt sagen, wie der Raum heißen soll. Dann haben wir Raum teilen. Das ist das in der Mitte mit dem gestrichelten Strich. Ja, und dann habe ich dann einfach Badezimmer geteilt vom Flur und Küche auch geteilt. Ich habe einmal einen langen Strich gemacht, Badezimmer und Küche gleichzeitig getrennt. Das ging nicht. Dann habe ich nur das Badezimmer getrennt. Dann wollte ich die Küche noch trennen. Das hat auch nicht gleich funktioniert. Dann brauchte ich 2-3 Mal, musste ich da machen, bis er das erkannt hat, dass er die Küche trennen soll. Und dann hat es funktioniert. Also so eigentlich hat alles super funktioniert, außer das Problem mit der Küche. Wo da das Problem war, vielleicht habe ich falsch positioniert oder so, das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich nicht. Wir können auch Räume, das erste ist hier auch, hier unten Räume zusammenfügen. Also wenn ihr jetzt, wenn der jetzt hier erkannt hat, zum Beispiel, ihr habt Wohnzimmer mit Küche zusammen und der hat Küche als Küche erkannt und Wohnzimmer als Wohnzimmer, kann man da, oder ihr habt ein großes Wohnzimmer mit einem Essbereich und der hat da auf immer 2 Räume draus gemacht, wo eigentlich nur ein Raum ist, dann könnt ihr dann halt sagen, hier Räume zusammenfügen, dann könnt ihr die markieren und dann macht er aus 2 Räumen einen Raum. Das geht auch. Habe ich ein bisschen getestet. Ich habe halt Küche wieder rausgenommen, Badezimmer rausgenommen. Küche war ich froh, dass er drin ist. Badezimmer wieder reingemacht. Das hat alles funktioniert. Ich könnte jetzt aus Schlafzimmer, Flur, Wohnzimmer einen Raum machen, ist aber Quatsch. So habe ich 3 Räume und kann dem dann halt dementsprechend auch Befehle geben. So, wir können hier, können wir dann Reinigung sagen, wie viel oft er reinigen soll und sowas alles und Zonen hinzufügen. Ja, da können wir bestimmte Zonen sagen, da sollst du jetzt machen und dann macht er das.
Ich muss mich aber, wie gesagt, damit noch ein bisschen auseinandersetzen. Wir haben auch hier sanft, leise, balanciert, Turbo und Max. Ich habe auf Max stehen, also ihr könnt ruhig mit Maximum saugen. Also das kannst du auch in der App einstellen. Wir haben auch die Möglichkeit. Doch, hier haben wir eine Fernsteuerung. Ich habe die Fernsteuerung gerade gefunden. Nach dem Software-Update habe ich ohne, war die zu sehen. Wireless virtueller Joystick und ach, wie gesagt, ich habe noch nicht alles testen können. Wo war denn das? Ich habe jetzt auch die, kann auch den umbenennen. Ich kann auch Szenario sagen. Ich muss mal gucken. Wo haben wir das Szenario? Smart Szenario. Also hier, warte mal, Firmware aktualisieren. Also ich bin jetzt auf der aktuellen Firmware und wenn ich jetzt hier unten raufklicke, dann sagt er auch halt nicht, dass ich irgendwie Software-Update habe. Smart Szenario. Da können wir unser eigenes Szenario erstellen. Dann muss ich mich noch rantesten. Ja, Protokoll und sowas alles kann ich jetzt hinzufügen. Wann und dann. Also könnte ich jetzt sagen, zum Beispiel Timer. Früh um 9 Uhr. So, ich muss mal schnell. 3, 2, 1, 0. Früh um 9 Uhr. So. Und dann kann man oben sagen, Wochentage, jeden Tag. Also da kann ich dann sagen, jeden Tag früh um 9 Uhr. Zack. So, dann ist das so gespeichert. Soll er hinzufügen. Szene ausführen. Szene ein- und ausschalten. Benachrichtigung an Gerät senden. Verzögerung. Also könnte man auch sagen, eine Verzögerung. Wir wollen eine Szene ausführen. Ich habe keine Szene erstellt. Szene ein- und ausschalten habe ich auch nicht erstellt. Benachrichtigung an Gerät könnte ich jetzt. So, okay. Und dann habe ich das gespeichert, dass ich jeden Tag um 9 Uhr eine Nachricht an mein Gerät sende. So, okay. Bitte schön. Was meldest du dich denn jetzt? So. Smart Szenario. Hier war aber auch irgendwo Szenen Standortverwaltung. Da habe ich jetzt Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, weil ich die Räume ja erstellt habe. Die könnte ich auch separat löschen, will ich ja nicht. Und Flur habe ich benannt, weil er am Flur steht. So. Da habe ich auch einen Haken. Kann auch neue Räume dazu backen. So, Roboter löschen, weitere einstellen. So. Smart Szenario. Weil das habe ich, vorhin einmal gefunden gehabt und dann nicht mehr. So, und zwar eine Szene ausführen. Ich habe hier vorhin irgendwo gefunden, dass der eine Szene machen soll. Also nicht, der Roboter soll keine Szene machen. Der soll eine Szene, also da kann man Szenen erstellen. Aber ich habe es seitdem, ehrlich gesagt, nicht mehr wiedergefunden. Smartes Szenario, meinen Roboter suchen. Wenn ich hier meinen Roboter suchen mache. Hey, hier bin ich. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Hey, hier bin ich. Dann sagt er, hey, hier bin ich. Und dann kann ich gucken, wo das herkommt. Ich kann auch ein paar Mal drücken. Hey, hier bin ich. Ich hoffe, das kommt also ein bisschen rüber. Aber wie gesagt, ich habe diese Szenen erstellen hier noch nicht gefunden. Also ich hatte es einmal drinne, Kundenservice, Warnung, bla 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 bla, Roboter Lautstärke, ist auf lauteste Stärke. Also, oberste Lautstärke, ihr wisst, was ich meine. So, und hier, ich habe eingestellt halt die Zeit von 8 bis 8 soll er, weil nach 8 ist streamig und da will ich ja hier Ruhe haben. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht das gefunden, Räume, so, mit den Szenen erstellen. Wie gesagt, nur dieses Smart-Szenario und da sagt er dann halt, so, dann soll er eine Szene ausführen für diesen Roboter. Smart Clean, Pause, das kann ich hier unten klicken, das ist da. Aber ich denke mal mit den Szenen, das ist so, weil die ja hier so viele Sachen drin haben.
Szene ausführen, dass ich das vielleicht nicht direkt bei dem Robo-Bereich habe, sondern wenn ich direkt die Mi-App öffne, dass sie da sich irgendwo verbirgt, ja, dass man hier so zulassen. So, manuell hinzufügen. Ich kann jetzt die Geräte manuell hinzufügen. Zulassen. So. Automatisiert. Zack. Manuell. Szene. So. Einschalten. So, da könnte ich jetzt hier... Hier kann ich irgendwie Szenen machen. Damit muss ich mich aber echt noch auseinandersetzen, weil das ist teilweise hier ein bisschen komisch erklärt. Nachrichten, also er schickt mir ständig Nachrichten. Reinigung abgeschlossen, also Nachrichten schickt er mir am laufenden Band. Also jedes Mal, da muss ich mal gucken, dass ich das noch deaktiviere. Weil ich will nicht unbedingt jede meine Nachricht kriegen, wenn er hier die Reinigung abgeschlossen hat. Der muss mir ja nicht ständig benachrichtigen. Das ist mir Jacke wie Hose, Hauptsache der macht sauber. So. Wie gesagt, das war jetzt nur hands-on, erster Zwischenbericht. Mehr sollte das jetzt auch nicht gewesen sein. Praktisch nach dem Auspacken, erster Tag. Jetzt bin ich am Testen weiterhin und dann werde ich halt, wie gesagt, ein Video machen, wenn ich, also ein Fazit-Video, wenn ich dann fertig bin mit dem Testen. Aber vom ersten Gesamteindruck auf jeden Fall schon mal Daumen hoch, also richtig klasse. So. Dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich sag nochmal, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich habe auch schon geguckt, weil ein Kumpel von mir auch gefragt hat, wie sieht's aus. Achso, ein Handy brauche ich da nicht zeigen. Der hat nämlich die Schwiegervater? Scheiße, was hat er mir erzählt? Schwiegervater hat er, glaube ich, gesagt, hat den S5 oder S50. Und er will sich halt jetzt auch den, er wartet jetzt bei mir ab, was ich jetzt sage, will sich den auch holen. Und Schwiegervater sein S50 ist im Arsch gegangen. Aber der hat halt noch die Ladestation und so einzelne Sachen. Und ob die kompatibel sind. Und soweit ich jetzt rausgefunden habe, ja, die sind sehr kompatibel. So, nichtsdestotrotz, ich verabschiede mich. Ihr habt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.